Die Unterschiede zwischen freier Dienstnehmer, Werkvertrag und geringfügiger Beschäftigung sind die, dass der freie Dienstnehmer in einer geringen persönlichen Abhängigkeit zum Arbeitgeber steht. Er ist sehr flexibel in seiner Arbeitszeitausgestaltung. Arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen, wie zum Beispiel das Urlaubsgesetz oder Pflegeurlaub, sind nicht auf den freien Dienstnehmer anzuwenden. Weiters kommen auch keine Mindestlohntariftabellen oder Kollektivverträge zur Anwendung. Der freie Dienstnehmer hat sein Einkommen selbst zu versteuern. Beim Werkvertrag wird ein sogenanntes Werk, ein Erfolg, geschuldet. Der Werkersteller arbeitet mit eigenen Arbeitsmitteln und hat keine persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber. Geringfügig Beschäftigte sind wiederum echte Dienstnehmer. Sie können bis zur Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt werden. Wie viele Stunden in diesem Betrag Platz haben, hängt vom jeweiligen Stundensatz ab. Geringfügig Beschäftigte sind nur unfallversichert. Es besteht aber die Möglichkeit, sich in Kranken- und Pensionsversicherung selbst zu versichern.